Servus und willkommen zu einem neuen Video beim Bavaria Medic. Heute geht es um ein Projekt, das uns selbst sehr am Herzen liegt, und zwar die Erfüllung der letzten Wünsche von todkranken Personen. Dafür gibt es hier im Kreisverband ein spezielles Projekt, das wird mit dem Herzenswunsch Hospizmobil durchgeführt. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Damit wir euch dieses Projekt näher verdeutlichen können, haben wir uns zwei der Initiatoren ins Boot geholt. Einmal den Jürgen und einmal den Klaus. Beide haben dieses Projekt ins Leben gerufen und werden euch jetzt im Laufe des Videos öfter begegnen. Die erzählen euch ein paar Eckdaten zu diesem Projekt. Der Klaus startet jetzt direkt mit der Entstehungsgeschichte dieses Herzenswunsch-Hospizmobils. Die Idee vom Hospizmobil ist eigentlich durch einen Kollegen entstanden, der mich gebeten hat, als Notfallseelsorger zu seinem Sohn zu fahren, der 8 Jahre alt war und an Leukämie erkrankt war. Und er hat mich gebeten, dort einfach mitzuhelfen. Und ich dachte mir, was kannst du für einen Beitrag leisten? Bin dann dorthin gefahren, habe mich mit dem Sohn unterhalten und der hat mir dann erzählt, dass sein größter Wunsch ist, auf den Friedhof gebracht zu werden, weil er sich mit 8 Jahren seinen Grabstein aussuchen wollte. Und er konnte mir den auch ganz genau beschreiben. Er wollte ein weißes Marmorbuch mit einem Bild von ihm und einen gewissen Text dabei. Aber das war einfach nicht möglich, dass solche Transporte stattfinden. Und wer mich kennt, weiß, sowas lasse ich nicht auf mich sitzen, sondern bin mit der Idee praktisch zu unserem Geschäftsführer, zum Jürgen gegangen und habe gesagt, du, wir müssen da mal Abhilfe schaffen. Und somit ist die Idee vom Hospizmobil bei uns im Kreisverband ins Laufen gekommen. Der Grundaufbau dieses Fahrzeugs basiert auf einem Ford-Transit-Fahrgestell. Man hat ganz viele Dinge erhalten, die man klassischerweise auch aus dem aktuellen Bayern-KTW kennt. Allerdings handelt es sich trotzdem bei diesem Fahrzeug um eine Sonderanfertigung, da man viele Sachen eben umbauen musste. Aber das seht ihr gleich nochmal, wenn wir in den Innenraum des Fahrzeugs gehen. Auf dem Dach finden wir eine ins Fahrzeugdesign integrierte Blaulichtanlage vor. Ihr dürft euch dieses Fahrzeug allerdings nicht als klassisches Einsatzfahrzeug vorstellen, denn das ist es nicht. Es ist allerdings dafür gedacht, wenn wir zum Beispiel irgendwo im Stau stehen und da vorne hat sich ein Unfall ereignet, damit wir zügig durchkommen und dann eben qualifizierte Erste Hilfe leisten können. Wir haben im Kühlergrill vorne 2 Lautsprecher verbaut, eben für die Sondersignalanlage. Ihr seht jetzt hier keine Frontblitzer, die kann man aber eben entsprechend noch nachrüsten, wenn man das möchte. Nachdem ihr das Fahrzeug nun von außen gesehen habt, erklärt euch jetzt der Jürgen, wie es von der Geschichte vom Klaus zum fertigen Projekt Herzenswunsch Hospizmobil gekommen ist. Ja, der Kleinklaus war bei mir und hat mir diese Geschichte eben erzählt. Und spannenderweise war ich kurz vorher auf einem Lehrgang in Südtirol beim Weißen Kreuz. Und die haben vom ASB damals diesen Herzenswunschwagen bekommen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das können wir doch selber machen. Also ich habe den Sinn und Zweck gesehen. Das ist eine klassische Rotkreuz-Aufgabe. Ich habe dann zum Klaus gesagt, wenn der Geschäftsführer das nicht entscheiden kann, plus ein Notfallseelsorger, der eine Rettungstechnikfirma hat. Ja, wenn es wir zwar nicht machen, wer soll es dann tun? Und dann haben wir gesagt, wir machen es. Das Fahrzeug, so wie ihr es jetzt hier seht, ist nicht nur für euch eine Premiere, sondern auch für uns. Ungefähr eine halbe Stunde vor diesem Dreh ist das Fahrzeug direkt quasi aus dem Werk angekommen und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze zu filmen. Vor diesem richtigen Herzenswunsch aus Hospizmobil gab es schon einen Prototypen. Im Endeffekt ein umgebauter Rettungswagen. Der ist jetzt nicht mehr im Einsatz, da löst jetzt dieses Fahrzeug den eben ab. Und nicht wundern, das Fahrzeug ist innen drin noch nicht eingeräumt. Das liegt jetzt daran, dass in dem Moment, wo ihr das Video jetzt seht, ist dieses Fahrzeug auf seine erste Fahrt unterwegs. Und es gibt einfach keine andere Möglichkeit für uns, das Fahrzeug sonst abzufilmen. Ihr befindet euch jetzt quasi als Patient im Innenraum des Herzenswunsch-Hospizmobil. Der Ausbau hier drin ist so gestaltet, wie wir es klassisch aus einem Bayern-KTW kennen. Also im hinteren Teil haben wir jetzt hier die Schübe und Fächer, wo wir eben das ganze medizintechnische Material verstauen können. Auch pflegerische Sachen wie Molton-Unterlagen, also das, was man so klassisch braucht, wird hier drin verstaut. Und in diesem Bereich wird es jetzt besonders, weil das ist eben nicht klassisch Bayern-KTW. Wir haben zum einen die normale Medizintechnik, also sprich eine Absaugpumpe. Wir haben einen Frühdefi mit dabei und auch ein Sauerstoffbrett für die Erste-Hilfe-Maßnahmen, also sprich eine qualifizierte Erste-Hilfe. Und hier im hinteren Bereich haben wir die Möglichkeit, 2 10-Liter Sauerstoffflaschen zu verstauen, um eben für die längeren Transporte klassisch diese 2 Liter Sauerstoff zu geben.
Hierbei haben wir auch die Möglichkeit, über dieses Arbeitsbrett oder diese Arbeitsfläche erstens Sachen vorzubereiten etc. und auch hier über die Schübe wieder Sachen zu verstauen, die man jetzt eben klassisch nicht aus einem KTW kennt, wie Getränke, irgendwelche Snacks etc. Auch hier unten eine Kühlbox, um eben Getränke kühl zu halten. Also man versucht eben alles, damit sich der Patient nicht fühlt, als würde er in einem Krankenwagen mitfahren, sondern eben, ja, man möchte ihn möglichst von dem Blick Krankenwagen wegbringen. In Zukunft wird dieses Fahrzeug hier innen auch noch mit einem kleinen Fernseher ausgestattet, damit man gerade bei längeren Transporten eben nochmal was hat, wo sich die Leute damit beschäftigen können. Und ganz am Schluss finden wir einmal den Himmel. Das ist auch eine ganz besondere Sache. Erstens ist er beklebt, eben wie ein Himmel und nicht einfach nur weiß. Und wir haben hier ein paar LEDs, die einen Sternenhimmel nachahmen sollen. Wie ihr seht, bin ich jetzt in der Position des Patienten und ich liege hier auf der Haupttrage, die hier verwendet wird. Einmal die Stryker Powerload Schwerlasttrage. Man hat sich bewusst eben für eine elektrisch betriebene Trage entschieden, weil man eben auch schwere Patienten so rückenschonend ins Auto bekommen kann. Und durch die Möglichkeit mit Airline-Schienen am Boden haben wir eben hier die Möglichkeit, verschiedene Stühle etc., alles das am Boden eben zu fixieren und sind wir so sehr, sehr variabel ausgestattet. Hier haben wir zum Beispiel einen solchen Stuhl, die sind auch wirklich bequem. Und ja, wie gesagt, man könnte eben hier zum Beispiel auch 4 solche Stühle reinpacken, um zum Beispiel die ganze Familie mitzunehmen. Auch diese Möglichkeit ist uns geboten. Und rechts von dieser Trage finden wir jetzt hier nochmal ein extra Radio für den, ja, für hinten, sage ich mal, für den Patientenraum, um dort eben das auch nochmal zu steuern. Wir haben hier einmal das Bedienpanel und die Möglichkeit, über USB-Anschlüsse zum Beispiel auch ein Handy zu laden. Wie ihr jetzt gesehen habt, ist in diesem Fahrzeug alles auf den möglichst guten Komfort des Patienten ausgelegt. Doch wer darf hier überhaupt Patient oder Mitfahrer sein? Das erkläre ich jetzt der Jürgen. Also Zielgruppe von unserem Herzenswunsch Hospizmobil sind alle Menschen in einer palliativen Lebenssituation. Das kann das 5-jährige Kind sein, das kann der 95-Jährige sein, das kann die 25-Jährige sein mit Krebs im Endstadium. Also das Thema ist palliative Situation. Und man muss sie einfach, oder die Angehörigen bei uns auf der Homepage, auch da gibt es ein Formular zum Runterladen, das muss man ausfüllen. Da geht es darum, welche Krankheit haben wir, welche Rahmenbedingungen gibt es dazu, was ist der eigentliche Wunsch. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Einverständniserklärung da liegt, auch zum Beispiel die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht, kommt unsere Organisation ins Spiel. Unsere Wunscherfüller bieten dann quasi ab dem Zeitpunkt das Rundum-Sorglos-Paket, was diese Wunscherfüllung angeht, das heißt Wunsch benennen, Freigabe für den Arzt geben und alles andere kümmern wir uns. Und wenn es dann vom Arzt keine oder das Go gibt, dann machen wir fast alles möglich. Nun sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn du jetzt sagst, ich habe Bock, da irgendwie mitzuwirken, ich möchte bei dieser guten Sache Teil sein, dann erkläre ich jetzt nochmal der Jürgen, wie das möglich ist. Von meiner Seite aus wäre es das gewesen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus. Also wenn man selber als Helfer bei uns am Herzenswunsch Hospizmobil mitmachen will, ist das relativ einfach. Man geht auf unsere Homepage, da haben wir ein Formular drauf zum Runterladen, einfach ausfüllen und dann kann man mitmachen. Wir können jeden gebrauchen, vom Menschen mit gesunder Lebenserfahrung, der mit der Situation Menschen in der letzten Lebenssituation einen Wunsch zu erfüllen helfen kann, bis natürlich hin zu Krankenpfleger, Altenpfleger, Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, können wir alles gebrauchen und jeder ist herzlich willkommen mitzumachen.